So, ich habe mir hier mal unsere ewige Nummer 9, Holger Glandorf gegriffen. 32-25, Balingen-Wallstätten geschlagen, Holger. Wie war's für dich? Ja, sehr gut. Ich glaube, wir haben ein sehr gutes Spiel gezeigt. Hat ein bisschen Probleme am Anfang in der Abwehr, haben uns aber gesteigert und haben eigentlich die ganze Zeit ein sehr gutes Angriffsspiel gezeigt. Und wir freuen uns, dass wir 2 Punkte behalten konnten. Es ist ja immer so, wenn man dann wieder zu Hause spielt, man will die Halle ja auch mitnehmen. Heute fand ich, war die Halle auch direkt da und hat euch unterstützt. Habt ihr auch die Unterstützung gebraucht oder ging es heute ein bisschen leichter als in den vergangenen Heimspielen, die ja so ein bisschen schwierig waren? Ja, wir brauchen immer Unterstützung. Man hat gesehen, am Anfang hat Balingen das auch sehr, sehr gut gemacht. Wir hatten ein bisschen unsere Probleme. Aber ja, unsere Fans sind hammer wichtig für uns, gerade in diesen ja, wie soll ich sagen, Tälern, die wir vielleicht manchmal im Spiel haben, dass sie uns wieder nach oben holen. Und ja, es macht einfach nur hammer viel Spaß hier zu spielen. Das wissen alle und ich hoffe, das sieht man auch uns auf dem Spielfeld an. Das sieht man auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt nochmal ans Ende des Spiels gehen, also das Ergebnis stand ja relativ schnell fest und dass der Sieg auch ungefährdet ist. Am Ende haben alle irgendwie nur noch aufs Handy geguckt, immer aktualisiert, weil der Spieltag ja jetzt so schlecht nicht war für die SG, ne? Ja, natürlich können wir uns auch über die anderen Ergebnisse freuen, aber... Das wird diplomatisch ausgedrückt. Ja, aber es bringt ja nichts, wenn wir nicht unsere Aufgabe lösen. Und wir müssen unsere Spiele gewinnen, wir müssen... Auch wenn das sehr platt anhört, wenn das immer auch, was du immer sagst. Das sagst du ja immer. Ich sag dir immer nur, dass du es sagst. Jetzt komm, sag ihn den Satz. Ja, wir schauen nur auf uns. So ist es. Wir schauen auch nur von Spiel zu Spiel und wir müssen wirklich unsere Aufgaben lösen, sonst machen diese Ergebnisse auch keinen Sinn. Da hast du auf jeden Fall recht und damit soll es das auch gewesen sein fürs Spiel. Jetzt will ich aber was wissen, du warst ja verletzt mit der Schulter, hattest ein bisschen Probleme, jetzt kommst du langsam wieder, ja ein bisschen, für dein Alter muss man sagen, das war ja schon fast Totalschaden, oder? Ja, kann man so sagen. Okay. Aber dafür ist es doch wieder ganz gut geworden. Ja, ich bin sicherlich noch nicht da, wo ich mal war und wo ich vielleicht noch hin möchte wieder. Aber ich bin zurzeit, glaube ich, oder in so einer Verfassung, dass ich der Mannschaft helfen kann. Fühlt sich sehr, sehr gut an bis jetzt wieder und kann gerne so bleiben und so weitergehen. Also es tut mir auch gut. Du hast ja schon einiges gesehen im Handballsport und du kennst deinen Körper natürlich perfekt und in- und auswendig. Hast du jemals daran gezweifelt, dass es nochmal wieder was wert? Also hast du mal so einen Moment gehabt, wo du dachtest, na, ob ich das nochmal wieder hinkriege, dass ich tatsächlich der Alte wieder werde? Ja, ist schwierig. Natürlich kommen solche Momente. Vor allem, wenn man vielleicht mal alleine bist oder im Bett liegt nachts. Und, ja, du liegst alleine im Bett nachts? Nein, aber du weißt, wenn man einfach mal Ruhe hat, drüber nachzudenken. Aber ich glaube, dass die letzte Alternative aufzugeben, und das ist einfach zu einfach auch zu sagen, jetzt ich kämpfe nicht mehr. Und man sieht, es hat sich bis jetzt gelohnt. Ich bin auf dem richtigen Weg. Musste geduldig sein, muss weiter geduldig sein. Und ja, freue mich, dass das heute so gut geklappt hat. Jetzt, wie ist denn das eigentlich? Du teilst ja deine Position mit Magnus Rött. Ne? Jetzt ist der ja hier sozusagen gefühlt ja 100 Jahre jünger als du quasi. Aber du bist auch froh, dass er da ist, weil ihr euch das wirklich gut aufteilen könnt und ihr euch auch super ergänzt. Ne? Ja, das ist ja der Job. Magnus sollte dieses Jahr viel mehr Verantwortung übernehmen, das ist ja so und leider hat er zu viel Verantwortung übernommen. Ich hätte gehofft, dass ich ihm viel früher und mehr helfen konnte und ich hoffe, dass das jetzt besser wird. Das wäre natürlich schön auch für ihn, weil er braucht auch seine Kräfte, wir brauchen ihn. Ja, und dann glaube ich, kann das noch eine sehr gute Rückrunde und nächsten Spiele werden. Das Jahr neigt sich dem Ende. Wir wollen so ein bisschen auch zum Ende des Interviews kommen. Ich meine, auch die Karriere des Holger Glandorf neigt sich dann ja so ein bisschen dem Ende entgegen. Da schon mal einen Gedanken dran verschwendet oder noch voll im Saft und voll Adrenalin und immer nur weiter, weiter, weiter und wenn es vorbei ist, ist es vorbei? Na, ich glaube, das kommt wirklich in den letzten Monaten. Klar hat man so mal so Gedanken, oh, letztes Mal Magdeburg und so, das ist klar, aber dafür war jetzt einfach auch meine Problematik mit meiner Schulter einfach zu präsent, um solche Wehmutsgedanken richtig zu haben. Und ja, das Einzige ist, ich versuche das zu genießen, wenn ich spielen darf und das jetzt wirklich besser wird, dann genieße ich einfach alle Arenen, vor allen Dingen hier in Flensburg und möchte noch eine schöne Zeit haben. Ja, du bleibst es ja erhalten, also bist ja nicht ganz weg, du bleibst ja, ja da, aber gibt es irgendwas, was du gar nicht vermisst beim Handball, also wenn das vorbei ist, wo du sagst, also da könnte ich gut drauf verzichten, das brauche ich nicht mehr in meinem Leben? Ich glaube, ich werde das Reisen nicht vermissen, die lange Zeit im Bus, das glaube ich schon. Und jedes Jahr neue Trainingsklamotten, die man erstmal einsortieren muss. Ja, das ist ja kein Problem und ja, sicherlich mal so eine, ja, wie soll man sagen, auch mal eine Dopingkontrolle, muss auch nicht, wenn morgens um 7 einer klingelt.
Ja. Gehört dazu, auch, ne? Auch, gehört auch dazu, aber vermissen werde ich es auch nicht. Aber ja, ich glaube, ich werde die Jungs und die Mannschaft natürlich vermissen. Das ist, glaube ich, das Größte, mal so ein bisschen Quatsch reden, einfach mit unter Jungs, wie man das so kennt. Und, kannst du dann da auch noch machen, aber du guckst es halt entspannter von den Rängen aus, oder geht das nicht? Ob das entspannt wird, das weiß ich noch nicht. Werden wir ja sehen, ob du durchdrehst. Kannst du mit Lars Christiansen dann zusammenstellen. Mal gucken, was das denn wird. Ich hoffe, dass ich dann ein bisschen gelassener bin, aber wahrscheinlich nicht. Am Anfang wieder schwierig. Ja. Ja, wird schwierig. Gucken wir mal. Also Holger Glandorf, 32-25. Wir schlagen Balingen-Waldstätten. Wir gucken nur auf uns. Wir denken von Spiel zu Spiel. Und wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit. Wir sehen uns am 26. Ball ist rund. Ne? Der Ball ist rund. In diesem Sinne, tschüss.